Herr Präsident, allgemein wir Piraten sind an unserer Mofer Friedenspolitik ganz kritisch auf all Dossier, andere Militär, an ihr Material. Wir sind eine Partei, wofür die Aufrüstung steht. An der Erklärung vom Gesetzesprojekt steht am Exposé dem Motiv dran, dass Lützeburg klar zu seinem Engagement von unseren Befreier aus dem Zweiten Weltkrieg bekennt. Zu Peiting wissen wir ganz gut, was das Verbundenheit mit den USA bedeutet. Da war den ersten Amerikaner gefallen, wir sie befreit gehen. Noch oft zählen als Großeltern an einer Zeitzeilen aus der Geschichte von Demut. Auch wenn wir die Leistungen und Erinnerungen von den Befreier vom Narzissmus für 75 Jahre heischhalten, an als bei den Amerikanern für die Geschichte bedanken sollen, so müssen wir aber sagen, dass das nicht allein der Grund ist, für was wir ein Gesetzesprojekt herstimmen. Wir verstehen auch, dass es keine einfache Aufgabe für den Minister ist, als kleiner Staat von einem geopolitischen Ries so einen Akkord auszuhandeln, bei dem die USA immerhin rund ein Viertel von den Ausgaben überholen. Aber wenn ihr wisst, dass der Minister Member bei der geringen Partei ist und somit hoffentlich mindestens so sensitiv auf dem Welt ist wie wir Piraten, dann ist es ihm sicher bei der Unterschrift von dem Memorandum nicht einfach gefallen, dass die US-Armee mit seiner ganzen Logistik und Kriegsmaschinerie eh von der größten Klimasünde auf der ganzen Welt ist. Mit diesen Ausgaben können wir nicht einfach so legitimieren mit dem Argument, dass wir das so gerne machen. Wenn wir alle ehrlich sind, für was wir dieses Projekt heute stimmen, dann leidet darunter, dass die USA das von uns verlangen. An der Grund, für was wir mehr Suche müssen bezahlen, leidet darunter, dass Donald Trump 67 Millionen Euro von der US-Armee aus Lützeburg aufgezogen hat, für dummer den Bau von der Grenzmauer zu Mexiko zu finanzieren, so an einem Artikel aus dem Wort über den Question Parlementaire vom Honorable Marc Spautz. Auf der enger Seite kriegen wir präsentiert, dass durch diesen Invest von 225 Millionen stärken wir als bilaterale Beziehungen mit den USA aber halten 300 Arbeitsplätze zu Lützeburg. Guckt den aber die andere Seite von der Medaille, da müsst ob die Jahre gerechnet 75.000 Euro pro Arbeitsplatz, an du dir, wenn sich mal vorstellen, kommen die auch bei den Salarien un. Mehr, was sind dann 100 Konsequenzen für die Welt? An auch keine Waffen, auf dem Sitz gelagert gehen, so leihen halt trotzdem noch immer Objekte für die militärischen Zwecke gedurcht sind, die nicht gerade umweltfreundlich sind. Es gäbe uns auf alle Fall zu gut stehen, am Zusammenhang mit so bilateralen Akkorden mehr europäischen Akkorden zu finden, für selber zur Sicherheit auf unserem Kontinent zu sorgen. Wir Piraten fanden es schön, dass die Großannoncen von den Europawahlen für die Abstelle von einer europäischen Verteidigungsarmee nicht weitergeführt werden. Die Realität ist leider noch immer ein anderer, aber es wäre gut, wenn Lützeburg auf europäischem Niveau Druck machen für das Thema von einer europäischen Armee nicht aus den Ernst verlieren und damit mengen wir mehr wie eine Kooperation am Benelux. Trotz aller Kritik werden wir Piraten das Gesetz zur Finanzierung von der WSA zu süßem Hauptmatt stimmen, aber just für die Arbeitsplätze zu erhalten. Merci. Merci. Très bien. Herr Görschen, die Regierung wird den Herrn Verteidigungsminister François Bausch.